zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arme hoch, Arme zur Seite und nicht einschlafen da. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So ist gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Strecken. 1, 2, 3, 4. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nicht einschlafen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gleichmäßig. Guck doch nach vorn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stellt euch hier auf, Mädchen. Alle in einer Linie. Alle in einer Linie. Also gut, Mädchen. Setzt euch hin. Setzt euch hin. Und jetzt geht's los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na, komm, Inspektor, Lächeln, was um alles in der Welt machen Sie denn hier? 1, 2, 3, 4. 1, 2, och, nichts Besonderes, Ma'am. Was ist denn das hier überhaupt? Wissen Sie, als man mir gesagt hat, Sie wären auf der Farm, da dachte ich, Sie züchten die Avocados oder sowas. Sie haben noch irgendwas von einer Schlankheitsfarm gehört. Ach, das ist eine Schlankheitsfarm? Das sieht aber mehr nach einem Tempel aus. Also hier kommen nur Menschen her, die abnehmen wollen. Ja, und zur Revitalisierung des Körpers. Wir haben ein volles Programm. Schönheits- und Haarpflege. Aber unser Hauptakzent liegt auf der Gewichtsabnahme. Also, das müsste meine Frau sehen. Die hat ein einziges Problem, das ist dünner zu werden. Wir setzen Sie auf die Warteliste. Es kostet nur $200. Sagen Sie, wollten Sie was von mir? Ach, wissen Sie, das mit der Warteliste sollten wir lieber vergessen. Wir wollen mal sehen, ob wir das nicht auf eine billigere Art regeln. Oh, entschuldigen Sie, Inspektor, aber ich habe einen strengen Terminplan. Wenn es nichts Besonderes gibt, dann würde ich gerne. Also wirklich, ich bitte Sie, Ma'am, lassen Sie sich nicht stören, machen Sie ruhig weiter. Ich werde Ihnen nicht dazwischenfunken. Nein, nein, tun Sie ruhig, was Sie tun müssen. Ich werde mich einfach dranhängen. Kümmern Sie sich nicht um mich. Wissen Sie, wen ich heute getroffen habe? Einen gewissen David Lang. Er hat sehr nett von Ihnen gesprochen. Das kann ich mir vorstellen. Wissen Sie was? Es ist absolut möglich, dass dieser Mr. Lang mehr weiß, als er bereit ist zuzugeben. Dass er weiß, was Mr. Lessing beabsichtigte, um zu mehr Geld zu kommen. Inspektor, David Lang hat seit 50 Jahren nicht die Wahrheit gesagt. Über gar nichts. Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht, weil Sie so ganz anders sind. Und das bewundere ich so an Ihnen. Sehen Sie, wenn Sie jemanden nicht mögen, dann kommen Sie gleich und sagen es. So wie Sie Dr. Murchison gefeuert haben und Lessing und die anderen. Inspektor, ich muss jetzt wirklich weiter. Es tut mir leid, aber Sie müssen an einem anderen Tag wiederkommen. Machen Sie alles, was Sie machen müssen und kümmern Sie sich nicht um mich. Ich will Sie von keiner Arbeit abhalten. Unsere Nacke da ist. Ich bin heute Abend wieder in der Stadt, wenn Sie mich dann anrufen wollen. Nein, nein, nein. Ist schon gut, Ma'am. Ich werde einfach hier warten. Machen Sie ruhig das, was Sie vorhaben. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Ja? Sagten Sie nicht, dass Sie Dr. Murchison sprechen wollten? Ja, aber ich habe ihn nirgendwo gefunden. Sehen Sie, ich weiß, wo er ist. Wenn Sie durch diese Tür gehen, den Korridor entlang und dann am Ende... Ja, fein. Gut. Also, vielen Dank noch und wir sprechen uns später. Vivica, wo waren Sie denn so lange? Ich habe keine Zeit, Mr. Lang, denke ich, können bin jetzt sowieso einkaufen nicht gegangen. Oh. Lassen Sie nur. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Dieser Inspektor ist hier. Wir können jetzt sowieso nicht reden. Ich wette, dass er ziemlich überrascht wäre, wenn er uns hier sehen würde. Nicht wahr? Es hat uns bisher niemand gesehen. Ja, aber es gäbe keinen Grund, warum man uns nicht sehen sollte. Natürlich nicht. Wir wollen nur abwarten, bis diese dumme Geschichte vorbei ist. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Wagen. Das ist meine Niere. Oh, ah, oh, Hilfe. Oh, wer Sie auch sein mögen, kommen Sie und befreien Sie mich. Olga? Helfen Sie Ihrem Geschlechtsgenossen. Oh, oh. Ah, guten Tag, ziehen Sie Ihren Mantel aus. Gehen Sie hier rein und ziehen Sie sich bitte aus. Ich komme gleich zu Ihnen. Lassen Sie das nicht mit sich machen. Wehren Sie sich gegen sie. Wehren Sie sich. Die werden die ganze Welt beherrschen. Nun hören Sie aber auf. Das tun wir ja bereits. Ich bin von der Polizei und ich möchte zu Dr. Murchison. Ach so. Dr. Murchison? Jemand von der Polizei für Sie. Oh, die Rettung naht. Die Ledernang. Lass uns allein. Geht raus.
Ach, Sie sind ein ungezogener Bursche. Ja, ja, und ich trinke auch zu viel. Ja, Sie trinken auch zu viel. Danke, danke. Ist doch wahr. Schon gut, ihr lieben Mädchen. Oh, die wissen, wo die empfindlichen Nerven sitzen. Eine schreckliche Art, nüchtern zu werden. Dr. Murchison, ich bin Inspektor Columbo von der Kriminalpolizei. Ich weiß, wie Wicke hat mir schon gesagt, Sie untersuchen den Mord an Karl Lessing. Aber Junge. Ja, ich untersuche tatsächlich viele Mordfälle und ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Wissen Sie, ich bin überrascht, dass Sie hier sind. Ich dachte, Sie sind miteinander verkracht. Das verstehen Sie nicht, nicht wahr? Niemand versteht das. Ich kann nicht ganz folgen. Wie meinen Sie das? Weil ich weiß, dass ich Sie immer lieben werde. Das ist alles. Weil ich für alles Verständnis habe. Sie wird immer die Göttin der Schönheit sein. Und sie wird sich nie verändern, das weiß ich. Ich möchte nur das erreichen, Vivica, was Sie erreicht haben. Aber bei meinem momentanen Job ist das nicht... Natürlich, Herzchen. Ich würde schon was Passendes für Sie finden. Darüber wollte ich ja mit Ihnen reden. Vielleicht was auf der Managerebene? Sie wissen, dass es der einzige Weg ist, zu etwas aber zu bringen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Sie im Moment nicht ganz... Aber was suchen Sie denn? Haben Sie etwas verloren? Meine Zigaretten, die müssen mir rausgefallen sein. Nein, nein, warten Sie. Es könnte Sie jemand sehen. Ich habe welche. Die werden Ihnen doch reichen. Danke. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie rauchen. Wir wissen vieles noch nicht voneinander, mein Kleines. Aber wir werden es lernen. Ist das nicht Ihr Geschmack? Kein Wunder bei den vielen starken Zigaretten, die Sie immer rauchen. Ich glaube, bevor Sie anfangen, bei mir zu arbeiten, machen Sie erstmal eine Kur. In Europa? Und dann werden wir Ihnen ein hübsches Büro einrichten. Auf der obersten Etage, gleich neben meinem. Ja. Danke, Vivica. Ich werde niemals irgendjemandem etwas sagen. Niemals, Vivica. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe nur eine einzige Frage.